Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video übers Programmieren. Heute wollen wir uns einmal ansehen, wie das mit C-Sharp funktioniert. Also C-Hashtag schreibt man es, sprechen tut man C-Sharp heißt das. C-Sharp ist eine sogenannte .NET-Plattform. Das heißt, wir programmieren eigentlich etwas, welches einen Zwischencode erzeugt. Wird ein Zwischencode erzeugt werden und der wird von der .NET-Plattform, die auf unserem Gerät installiert ist, interpretiert. Und wie das so ist, werden wir einfach anfangen, indem wir sagen, ja okay, es gibt halt ein Gerät, mit dem ich programmiere und ein Gerät, wo das nachher ablauffähig sein soll. Es können ja unterschiedliche Geräte sein, ist es aber bei uns nicht. Bei uns wird das jetzt im ersten Moment einmal beides unser PC sein. Wir werden ein Tool verwenden, Werkzeug, welches relativ weit verbreitet ist, Microsoft Visual Studio. Das werden wir jetzt einmal starten da. Visual Studio, Bug, reißen wir an, lädt. Und dann kann es sein, dass das irgendwie unterschiedlich ausschaut. Bei mir schaut es jetzt so aus, weil ich schon viel gemacht oder einiges gemacht habe mit dem. Was wir machen werden, ist ein neues Projekt erstellen. Das gibt es da unten. Neues Projekt erstellen. Und da können wir uns verschiedene Vorlagen auswählen. Im ersten Moment werden wir jetzt einmal mit Konsolen-Apps uns beschäftigen. Was ist eine Konsole? So Konsole? Schauen wir. Konsole. Eingabeaufforderung. Das ist die Konsole. Hat vielleicht der eine oder die andere schon gesehen irgendwo. Gell? Das ist die Konsole. Wir werden Programme schreiben, die nur in so einem Fenster ablaufen und wo man was eingeben kann. Keep it, wir werden gleich anfangen, das habe ich erwähnt. Jetzt wollen wir zuerst einmal ein Programm schreiben, was irgendwas rausklopft. Irgendwas hinschreibt in dieses Fenster. Servus oder keine Ahnung. Also Konsolen-App, dies werden wir verwenden, weiter. Und ich speichere das bei mir hier. Konsole-App 1. Heinz-Konsole, na sicher. Passt. Weiter. Habe ich dem Projekt einen Namen gegeben? Heinz Konsole. Hier speichert man es. Weiter. Und Framework werden verwenden, das .NET Framework 6.0. Das ist das, was im Moment gerade aktuell ist zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos am 16.05.2022 erstellen. So, jetzt wirkt es da ein bisschen. Jetzt erstellt es aus dieser Formatvorlage. So habe ich gesagt, okay, es muss C-Sharp sein, es soll ein Konsolenprogramm sein und ich würde das .NET 6.0 verwenden. Jetzt wirkt es da eine Zeit lang und jetzt generiert es schon Code. Das schaut so aus. Okay, so schaut das aus. Da steht Konsole.WriteLine Hello World. Da oben ist noch ein Link, kann man anklicken, wenn man will, braucht man nicht. Werde es schon erklären. So sieht das also aus. Schaut eigentlich aus, wie wenn das schon fertig wäre. Ja, schau, jetzt hat das schon, jetzt schaut das irgendwie anders aus als erst. Jetzt ist das, schau, Konsole. Jetzt hat das eine andere Farbe bekommen, der Punkt hat eine andere Farbe und das WriteLine hat eine andere Farbe. Das hätte natürlich einen Grund. Das ist das sogenannte Syntax-Highlighting. Jetzt hat Visual Studio im Hintergrund für uns den sogenannten die Schreibweise gecheckt und hat es entsprechend eingefärbt. Das macht es ein bisschen besser lesbar. Das macht es nicht ein bisschen besser lesbar, sondern viel besser lesbar. Dass man Befehle sind halt irgendwie eine Farbe und andere Farbe ist halt was anderes. Und da zum Beispiel eins drin, schau, wenn ich das da hinten weglösche, pack. Siehst,
schaut so aus, wie wenn das drin, und er unterwählt mir sogar irgendwas, hey, das ist ja falsch, das ist ja falsch. Das hier ist nämlich eine sogenannte Zeichenkette, ein String, der wird angefangen mit Hochkomma und abgeschlossen mit Hochkomma, mit den doppelten Hochkommen, also Shift 2, gell? Da ist das. Ja? Shift, also umschalten, Pfeil nach oben Taste, würde ich ja auch erwähnen, nicht? Ja? Pfeil nach oben Taste, ja, also Anführungszeichen, doppeltes Anführungszeichen oben, dann irgendein Text, Rufzeichen, brauchen wir nicht, das gehört zum Text, und das beendet praktisch diese Zeichenkette. Und diese Zeichenkette da, was macht die eigentlich? Die wird, ich meine, da steht WriteLine, die wird irgendwas auf die Konsole bringen. Das wollen wir ausprobieren. Das wollen wir ausprobieren. Was wir, jetzt, das ist unser Source Code, haben wir das letzte Mal gesagt. Source Code. Ja. Darüber haben wir übrigens, können wir sich ein bisschen was anschauen. Ich möchte jetzt nicht zu viel darauf eingehen, aber das ist der sogenannte Projekt-Tree. Ja. Und da unten sehen wir Dateinamen und so weiter. Das ändert sich ein bisschen mit dem, wo ich da oben hinklicke. Ja. Alles da unten. Ja. So, puh, jetzt habe ich wieder hingedrückt. Schau, jetzt schaut das ganz anders aus. Was ist denn da los? Ja. Ich habe da oben auf Heinz Konsole gedrückt. Eigentlich will ich das Programm CS. Das ist das Programm und das Heinz Konsole. Da sind ein paar so Einstellungen drinnen, die sind aber für uns schon getroffen worden. Das ist das, wo ich gesagt habe, ja, okay, wir fangen nicht bei Null an, sondern wir haben uns ja Konsolen-App ausgesucht. Ja. Und .NET 6.0 und das steht halt dahinter. Ja. Gut. Also Programm CS, wenn wir da drin liegen, sind wir wieder da, puh, Gott sei Dank, ja, puh, wieder zurückgefunden. So, jetzt haben wir also den Quellcode. Ja, Quellcode. Jetzt wollen wir ein lauffähiges Programm erzeugen. Wie machen wir das? Kompilieren hat das geheißen, übersetzen. Ja. Das machen wir hier oben, gibt es erstellen. Erstellen. Und da kann man Projektmappe erstellen. Ja. Dann wird das Erstellen gestartet. Das wirkt jetzt ein bisschen im Hintergrund. Und dann sagt er, wenn es erfolgreich war, steht da unten erstellen. 1 erfolgreich, 0 fehlerhaft. Erfolgreich. Ja. 0 fehlerhaft, 0, alles super. Ja. So, und jetzt, ja. Wir können das bei Debuggen, ja. Und Debugger starten oder starten ohne Debugger können wir. Ich starte jetzt einmal ohne Debugger, weil wir haben eine Zeile Code, da wird ja hoffentlich kein Fehler drin sein. Was ist ein Bug? Ein Bug ist ein Fehler in einem Programm. Okay, das nennt man Bug. Käfer. Auf Englisch Bug. Wieso ist das Käfer? Nun, die Legende geht, dass in den alten Rechnern, wo das noch alles offen war, wo also die Prozessoren und so weiter irgendwie drin waren, dass da eine Schabe oder sowas ähnliches, ein Bug halt, drin herum gerade ist und hat da drin einen kurzen gerissen, weil er halt zufällig auf 2 Kontakte angekommen ist, ist da drinnen gestorben und dann hat das Ding falsch gerechnet. Und aufgrund dieses Fehlers, der von einem Käfer, von einem Bug verursacht wird, wird ein Programmfehler noch immer Bug genannt. Und debuggen ist halt, ja, was der? Außerholen, die Bugs. Ja, debug. Ja, die debuggen, die entkäfern. Entkäfern da mal. Ja. Warum halt, wir wollen jetzt einfach starten ohne debuggen. Bug drücken am Knopf. Und was passiert dann? Da steht Hello World. Da steht, schau das an. Hello World. Überprüfen wir, ob das wirklich unser Programm ist, weil da eine schreibt, Servus alle miteinander. Servus alle. Das hat sicher niemand bei Microsoft geschrieben. Ja. Ich kann übrigens gleich da oben drauf drücken. Ja. Starten ohne Debuggen. Wenn ich da drauf drücke auf diesem Pfeil, dann wird das zuerst übersetzt. Und schau, Servus alle miteinander. Tatsächlich,
das ist das, was ich geschrieben habe. Ja, darüber können wir übrigens umschalten, ja, zwischen der Lösungsansicht oder der Projektmappe. Ja, und da wähle ich die Ordneransicht, Heinz-Konsole, und da sind jetzt schon ein paar Sachen dazugekommen. Ja. Also zum Beispiel Objektdateien, ja, release.net, und da gibt es irgendwo, muss eigentlich da sehen wir, das ist alles neu. Das ist hier alles neu gekommen. Ja? Das ist alles entstanden durchs Kompilieren. Da ist irgendwo der Zwischencode und so weiter. Ja? Das liegt da drinnen. Nur, falls man das einmal suchen will, man kann sich das auch im Explorer anschauen. Also wenn wir den Explorer anschauen, der Tab-Pfad öffnen, da ist es. Da, so schaut das aus. Im Explorer, gell? Heinz-Konsole. Und da, das ist genau das gleiche, wie man es da sieht. Ja? Bin, Debug. Da sind die Sachen drinnen. Ja? Und da gibt es eben auch eine Heinz-Konsole-Anwendung. Ja? Und wenn ich da einen Doppelklick drauf mache, dann geht es gleich wieder zu. Wieso geht das gleich wieder zu? Ha? Wieso geht das gleich wieder zu? Wieso macht das? Wieso geht das gleich wieder zu? Naja, das macht der Konsole auf, schreibt Servers alle miteinander und das war's. Ja? Und dann ist die Anwendung beendet. Das geht auch gleich wieder zu. Und das ist das, was man da halt. Das ist das, was man da sehen. Doppelklick auf die Heinz-Konsole. Das geht so schnell. Das sehen wir gar nicht. Ja? Wie bringen wir das dazu? Dass es wartet. Nun, wir werden hier einen zweiten, es ist nicht wirklich ein Befehl, ja? Konsole. Ja? Und wenn wir einen Punkt machen, dann sehen wir verschiedene Sachen, die uns die Konsole bietet. Die Konsole bitte ist etwas, was das hat schon wer für uns programmiert. Das haben wir, das ist super. Ne? Und das, was wir an und für sich verwenden wollen, ist Readline. Schau. Das ist die sogenannte Autovervollständigung von Microsoft Visual Studio. Das ist schon ziemlich leibend. Ja? Also Readline, Klammer auf, Klammer zu, Strichpunkt. Ja? Was heißt das jetzt? Jetzt lesen wir etwas ein. Ja? Wir warten auf eine Eingabe. Kann ich reinschreiben irgendwas? Ja? Warte ich auf eine Eingabe. Auf was warte ich? Eigentlich auf nichts. Ja? Eigentlich auf nichts. Also wenn ich das jetzt zum Beispiel starte, erstellen, also muss ich da wieder zurückschalten, ja. Erstellen, starten ohne Debug, dann wird das erstellt und dann schaut es einmal so aus, Servers alle miteinander, und wenn ich jetzt einen Knopf drücke, dann kommt erst diese Sache, ja? Sagt, okay, ist beendet worden. Aha, das schaut jetzt aber anders aus wie zuerst. Jetzt muss ich nämlich zweimal einen Knopf drücken. Jetzt muss ich hier drinnen zweimal einen Knopf drücken. Die Chancen stehen also gut, wenn ich das hier aufrufe. Schau, jetzt kann ich es lesen, Servers alle miteinander. Weil jetzt warten wir auf eine Eingabe. Wir können eine Eingabe machen. Ja? Und dann Enter drücken, jetzt ist weg. Ja? Das ist zuerst gar nicht passiert. Ja? Also das ist dieses Readline, was wir da drinnen haben. Ja, also so funktioniert das. Also das ist unsere erste Konsolenanwendung, die wir programmiert haben. Ja? Microsoft SDK, .NET SDK 6.0 ist das eigentlich alles, was wir brauchen. Ja, da brauchen wir in frühen SDKs haben wir ein bisschen more sophisticated sein müssen. Und das zeige ich das nächste Mal her. Ja? Weil, ich habe schon gesagt, das Konsole hat wer für uns programmiert? Konsole. Punkt. Ja. Und wir verwenden das. Wo steht denn das?
Wo steht denn das, dass wir das verwenden? Müssen wir nicht. Ja. Kommt jetzt nicht heraus. Deswegen zeige ich im nächsten Video her, wie es einmal gewesen ist. Okay. Bauen wir das Programm ein bisschen um, wie es einmal gewesen ist. Und schauen uns das ein bisschen an, wie das jetzt in 6.0 funktioniert. Gell? Warum wir hier einfach Konsole verwenden können. Für dieses Mal haben wir also ein Programm erstellt. Schreibt Server soll er miteinander. Und das soll es gewesen sein. Ja? Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.